So, ich habe Ihnen beim letzten Mal ja gesagt, dass wir verschiedene Strukturierungen der natürlichen Zahlen kennenlernen und untersuchen werden. Letzte Woche haben wir eine neue kennengelernt, nämlich Stellenwertsysteme, dass man natürliche Zahlen darstellt mit Hilfe von Stellenwert oder darstellt innerhalb von Stellenwertsystemen und sich dadurch automatisch eine Strukturierung der natürlichen Zahlen ergibt anhand der Basen bzw. der Potenzen von Basen. Jetzt werden wir uns praktisch den Rest des Semesters mit einer anderen Art und Weise, natürliche Zahlen zu strukturieren, befassen, nämlich mit der Primfaktorzerlegung. So. Und da brauchen wir jetzt einen kleinen Vorlauf, denn um sich mit Primfaktorzerlegungen befassen zu können, müssen wir wissen, was Primzahlen sind. Um zu wissen, was Primzahlen sind, müssen wir wissen, was es bedeutet, dass eine Zahl eine andere teilt. Wir brauchen die Teiltrelation. Und um zu wissen, was die Teiltrelation ist, müssen wir wissen, was eine Relation ist. Deswegen machen wir jetzt wieder einen kleinen Exkurs und schauen uns an, was unter Relation zu verstehen ist. Wir haben uns, oder im Rahmen dieser Vorlesung schon zweimal der Begriff Relation gefallen. Nämlich einmal, als wir die Ordnung der natürlichen Zahlen eingeführt haben, da habe ich von der kleiner Relation gesprochen. 3 kleiner 5. Da sagt man, 3 steht in Relation zur 5 bezüglich der kleiner Relation. In einem anderen Kontext hatte ich es auch noch mal kurz erwähnt, nämlich als wir darüber gesprochen haben, dass wir die natürlichen Zahlen oder die Mengen endlicher Größe in Säcke sortieren. Da habe ich gesagt, dass die Grundlage dafür eine sogenannte Äquivalenzrelation ist. Habe das nicht näher erläutert. Ja. Heute im Laufe der Vorlesung werden wir genau das uns anschauen, was eine Relation und auch zu dem Begriff der Äquivalenzrelation kommen. Okay, kleiner ist eine Relation. Wir können zum Beispiel sagen, also ich mache jetzt erstmal ein paar Beispiele, bevor ich den Begriff der Relation formal einführe. Sie brauchen erstmal so eine gewisse intuitive Vorvorstellung, was Relation bedeutet. So, 3 kleiner 5 kann ich sagen. Das heißt, ich habe die kleine Relation und eine Relation bringt 2 Objekte in Beziehung. Oder anders gesprochen, ich habe 2 Objekte und ich kann überprüfen, ob diese beiden Objekte in Relation stehen oder nicht. Wenn ich die kleine Relation habe, weiß ich, die Objekte 3 und 5 stehen in der Relation. Es stehen auch die Objekte 0 und 97 in Relation. Aber 97 und 0 stehen nicht in Relation. Das gilt nicht. Das bedeutet, Relationen, bei Relationen kommt es auf die Reihenfolge an, der beiden Dinge, die in Relation gestellt werden. 0 steht in Relation zu 97, aber 97 nicht zu 0. Das heißt, ich nehme mir 2 Dinge her, zum Beispiel 2 Zahlen, stelle die in Relation und damit gewinne ich eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann. Dann sind wir wieder in der Aussagenlogik. 3 kleiner 5 ist wahr, 0 kleiner 97 ist wahr, 97 kleiner 0 ist falsch. Gut, welche Relationen gibt es noch? Nehmen wir mal die Teiltrelation. Kennen Sie alle? Ich schreibe es jetzt schon mal auf. Beispielsweise die Zahl 2 teilt die Zahl 6. Das ist auch eine Relation, die 2 Zahlen in Beziehung setzt und die Aussage, die hier steht, kann wahr oder falsch sein. 2 teilt 6 ist wahr. Teilt schreibt man so auf. Also 2 ist ein Teiler von 6.
Das machen wir nachher noch genau. Was ich aber nicht sagen kann, ist 6 teilt die 2. Das geht nicht. Das ist eine falsche Aussage. Außerdem, ja? Frage. Wir haben ja jetzt vor der Klammer dieses nicht. Ja. Dann müsste das doch trotzdem wahr sein, oder? Ja, ja. Insgesamt ist es wahr. Haben Sie recht, genau. Genau, der Innenteil der Klammer ist falsch. Dadurch, dass ich nicht vorne dran schreibe, wird die Aussage wahr. Ich habe ein Problem damit, falsche Aussagen an die Tafel zu schreiben. Deswegen mache ich es gleich wahr, dadurch, dass ich nicht vorne dran schreibe. Genau. Gut, eine andere Relation kennen Sie auch alle. Zum Beispiel diese hier. Das ist die Gleichheitsrelation. Diese Aussage hier ist wahr. 3 steht in Relation zu 3. 3 ist gleich 3. Diese Aussage hier die ist unter bestimmten Bedingungen wahr. Und damit sind wir wieder in der Prädikatenlogik, wenn wir hier das dann quantifizieren, es existiert ein X oder sowas. Okay. So, jetzt haben Sie ein paar Relationen kennengelernt. Ach so, ja genau. Wenn man sagen will, dass zwei Objekte nicht in Relation zueinander stehen, dann kann man auch das Folgende machen. Man kann es so schreiben oder so oder so. Oder man streicht das Relationssymbol so durch. Das kann man häufig machen, dass man sagt, hier teilt nicht. Oder hier, 3 ist ungleich 4. Und wenn Sie wollen, ja, können Sie auch hier oben mal durchstreichen. 97 ist nicht kleiner als 0. Gut, jetzt befinden wir uns auf dem Weg zur formalen Definition von Relationen. Und bevor wir damit anfangen können, muss ich nochmal einen anderen Begriff einführen, denn den brauchen wir zur Definition von Relationen. Und zwar das Kreuzprodukt zweier Mengen. Machen wir mal ein Beispiel, was ist das Kreuzprodukt zweier Mengen? Ich mache mal hier zwei Mengen, die Menge A. Die sollen mal bestehen aus den Elementen 0, 1 und 2. Und die Menge B, die besteht aus den Elementen S und T. Müssen ja keine Zahlen sein in Mengen, kann ja irgendwas sein, ne? Irgendwelche Objekte können in Mengen drin stecken. Jetzt habe ich hier zwei Mengen und jetzt bilde ich mal das Kreuzprodukt. Und das schreibt man so, A Kreuz B. Und wenn ich das Kreuzprodukt bilde, mache ich das Folgende. Ich nehme mir das erste Element aus A und kombiniere es mit allen Elementen aus B. Erstes Element aus A und kombiniere es mit allen Elementen aus B. Dann nehme ich das nächste Element aus A und kombiniere es wieder mit allen Elementen aus B. Und das dritte Element aus A und kombiniere es mit allen Elementen aus B und so weiter und so weiter. Ich bilde Tupel, zwei Tupel aus einem Element aus A und einem Element aus B. Und zwar alle möglichen Kombinationen. Also, ich nehme mir die 0 und kombiniere sie mit jedem Element aus B. Dann schreibt man so, in so Klammern. Das kennen Sie schon beispielsweise aus der linearen Algebra, wenn Sie es in der Schule hatten, mit Vektoren, Punkte im zweidimensionalen Raum, die schreibt man auch alle so. Ja? Dann ist es egal, welches Element aus A man wählt, oder ist es die 0, die das erste Element ist? Es ist tatsächlich egal, mit welchem Element aus A man beginnt, weil man bildet eine Menge aus all diesen Elementen. Es müssen nur alle Kombinationen letztlich vorhanden sein. In welcher Reihenfolge Sie die in dieser Menge aufschreiben, ist egal. Es gibt ja sozusagen kein erstes Element in einer Menge. Ich meinte mit erstem Element, man greift sich mal eins raus und das ist dann das erste. So, 1s, 1t, 2s, 2t.
Das Kreuzprodukt zweier Mengen ist wieder eine Menge, und zwar eine Menge aus allen Kombinationsmöglichkeiten von Elementen aus der ersten Menge und aus der zweiten Menge, und zwar in Tuppelschreibweise geschrieben. Wie Sie sehen, kommt es auch hier auf die Reihenfolge an. Wenn ich mir so ein Tuppel betrachte, dann ist das linke Element immer ein Element aus A und das rechte Element immer ein Element aus B. Und hier haben Sie alle Kombinationsmöglichkeiten. Es fehlt nichts. Um sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen zu können, kann man Folgendes machen. Oh, das ist vielleicht ein bisschen klein. Warten Sie mal, das wird nichts. Ich schreibe hier mal alle Elemente in eine Matrix-Schreibweise. Hier alle Elemente von A, da alle Elemente von B. Und was mache ich bei der Kreuzproduktbildung? Ich fülle hier im Prinzip jede Zelle folgendermaßen aus mit dem Element aus A und dem Element aus B. Also hier 0s, 0t, 1s, 1t, 2s, 2t. Ja, letztlich habe ich hier so eine Matrix-Schreibweise und das führt dazu, dass ich jedes Element aus A mit jedem Element aus B verbinde. Und dann kann man sich vorstellen, um diese Elemente hier drumherum zwei Mengen klammern und diese Menge ist das Kreuzprodukt. Letztlich kennen Sie das zum Beispiel von hier. Wenn Sie ein Koordinatensystem haben und so weiter, dann können Sie einen Punkt, diesen hier, so schreiben. Das ist der Punkt 1, 2. Was Sie machen, wenn Sie die Ebene im zweidimensionalen Raum betrachten, ist, und wenn Sie da ein Koordinatensystem reinlegen, ein kartesisches Koordinatensystem, dann machen Sie nichts anderes, als das Kreuzprodukt oder das kartesische Produkt zu bilden von R Kreuz R. Also von R und R. Sie nehmen die reellen Zahlen, Sie nehmen alle reellen Zahlen hier in einer Dimension, Sie nehmen alle reellen Zahlen in der zweiten Dimension und kombinieren die miteinander, womit Sie alle möglichen Punkte der zweidimensionalen Ebene hinbekommen. Irgendeine reelle Zahl genommen, eine zweite reelle Zahl genommen, miteinander kombiniert, ist ein Punkt. Das machen Sie mit allen Kombinationsmöglichkeiten. Okay. Ja? Aber dann ist die Reihenfolge ja nicht egal. Also zum Beispiel bei A Kreuz B ist ja dann 0,s nicht S,0. Nochmal? Also die Reihenfolge ist ja nicht egal. Nicht egal. A Kreuz B zum Beispiel ist ja 0,s ist ja S,0. Genau, die Reihenfolge ist nicht egal. Ja. Die Reihenfolge spielt beim Kreuzprodukt eine Rolle. Es gibt hier bei dem Kreuzprodukt nicht S,0, weil B immer an zweiter Stelle stehen muss. Also die Elemente aus B müssen immer an zweiter Stelle stehen. Innerhalb eines Tuppels ist die Reihenfolge nicht egal. Innerhalb der Mengenschreibweise ist es egal, in welcher Reihenfolge ich die Tuppel hinschreibe. So, das ist egal.